Let's go! Die Zukunft beginnt auf der Moor24, Home of Mobility. Am 13. und 14. November in Berlin. Online oder live dabei sein, bewirb dich jetzt für deinen Slot vor Ort auf mobile.de/moor. Alles, was du wissen musst, findest du in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Moor-Podcasts. Heute zum Thema E-Mobilität. Wie können wir diesen Wandel meistern, diesen Technologiewandel? Dass dieser notwendig ist, aber nicht ohne Hindernisse geht, das weiß mein heutiger Gast im Podcast ganz genau, Wolf Warnke. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Danke, ich mich auch. Wolf, du leitest seit vielen, vielen Jahren einen Familienbetrieb im schönen Niedersachsen in Tarmstedt. 3.500 Einwohner habe ich heute bei Wikipedia gelesen. Oh ja. Du kennst sie wahrscheinlich alle. Ja, 4.000 ist, glaube ich, aktuell schon. Ah, okay. Aber das kann immer hinterher hinken. Ja. Nein, ich kenne nicht alle, muss ich sagen, sind viele zugezogen. Ach so, okay. Wir haben ca. 100 Einwohner, so fast in pro Jahr oder in 2 Jahren 100 Einwohner jeweils dazu bekommen in den letzten Jahren. Ah, das ist aber schön. Und so schnell kommt man nicht hinterher. Verstehe ich. Aber irgendwann landen sie wahrscheinlich alle bei dir. Das hoffe ich. Genau. Und du stehst nicht nur für Darmstadt, sondern vor allem stehst du seit vielen Jahren für das Thema Verkehrswende und bist unheimlich aktiv, unter anderem nicht nur in deinem Autohaus, sondern auch auf LinkedIn und hast da über 10.000 Follower, also mal schnell das Dreifache von Darmstadt. Oh ja, das stimmt. Das ist ein guter Vergleich, ja. Ist mir gerade so aufgefallen. Also hast du einen großen Resonanzraum und du scheust vor allem, dafür bist du bekannt, du scheust keine Debatte. Überall, wo es was aufzuklären gilt, wo falsche Fakten existieren, da springst du rein und stellst die richtig. Und das schätzen wir an dir. Und das ist ein Grund, aber auch nicht der einzige, weshalb du dieses Jahr die goldene Batterie von mobile.de gewonnen hast. Ja, das ist Dankeschön. Die Auszeichnung für den besten E-Auto-Verkäufer. Gab es einmal in der Variante freier Handel, einmal in der Variante Markenhandel. Du hast die für den freien Handel gewonnen. Mhm. So haben wir uns kennengelernt. Darüber bin ich sehr glücklich. Und deshalb, ich bin auch sehr glücklich über unser Gespräch heute. Und meine erste Frage bezieht sich gleich auf die goldene Batterie. Was bedeutet dir denn diese Auszeichnung persönlich? Die Auszeichnung ist eine sehr schöne, weil es so eben speziell um die Batterie geht, also sprich um die E-Mobilität. Und das ist für mich nochmal eine ganz andere Dimension, als wenn ich jetzt ausgezeichnet werden würde als guter Verkäufer oder als Top-Verkäufer. Das ist eben eine richtige Wertschätzung. Als wenn man sagen würde, man würde eine Antriebsart mit der anderen vergleichen. So in dem Sinne ist das eine ganz tolle Wertschätzung, weil es eben was Besonderes ist. Weil du ja auch dich so viel und so viele Jahre eingesetzt hast für die E-Mobilität, ne? Und das, genau, so kann man das sagen, ja. Ja. Und genau, und dir war ja auch wahnsinnig wichtig, also ganz besonders herausragend wichtig, dass dein Team Teil dieses Preises und der Preisverleihung wird. Wie hat denn dein Team reagiert? Wie fanden die das denn? Ja, die fanden das toll, weil ich ja gleich gesagt habe, ich möchte sie schon bei der Bewerbung dabei haben. Und da haben die ein kleines Video gedreht. Und das, was wir damals mit bei unserer Bewerbung um den Wettbewerb, also Bewerbung um die goldene Batterie eingereicht haben. Und dieses Video, das hat die richtig inspiriert, sich Gedanken zu machen, Mensch, wie können wir nun online irgendwie die E-Mobilität sichtbar machen und unser Engagement hier im Autohaus für die E-Mobilität einem Publikum darstellen. Also das war total toll, weil da zwei unserer Jüngsten, der eine war gerade Anfang des Jahres angefangen bei uns und der andere noch Auszubildender, der Olli und der andere ist Niklas. Und dass die sich zusammengesteckt haben und gesagt haben, ganz ohne mich, so wir machen das schon, wir machen uns Gedanken und bewerben uns einfach mal.
und gucken, wie wir E-Mobilität darstellen können. Das war für mich eine riesen, ein Rückenwind und Unterstützung für mein Engagement. Toll. Und das ist dieses tolle Gefühl, die können das eigentlich besser als ich. So. Das war eigentlich ein total entspanntes Gefühl. Man hat nicht das Gefühl, man muss da was anschieben und mach mal und tu mal, sondern sie haben von sich aus gesagt, komm, lass das mal unser Ding sein, wir überlegen uns da was Schönes. Und ich war nur gespannt und war hinterher ja geflasht, wie dann das Ergebnis da war. Es geht ja jetzt auch ohne dich und der Antrieb ist da, auch ohne, dass du antreibst. Ja, genau, ja. Und das ist beileibe nicht selbstverständlich, weil ich habe die Anfänge der E-Mobilität auch mitbekommen und da war das hier bei uns natürlich nicht anders als in anderen Autohäusern. Da hat man immer auf Abwarten plädiert und hat gesagt, oh, das hat alles noch, das lohnt sich im Moment noch nicht und wir warten lieber noch und mal gucken, was die Branche macht und ob sich das überhaupt, dies berühmte, ob sich E-Mobilität jemals durchsetzt. Bei uns hat 2018 noch ein Regionalleiter gesessen, der sagte, Herr Warnke, das ist ja in Ehren, was Sie da machen für die E-Mobilität, aber ob sich die jemals durchsetzt, das ist überhaupt noch nicht gesagt, hat er 2018 noch gesagt. Oh. Und ja, und da kann man sich vorstellen, und da waren wir schon 4 Jahre wirklich intensiv mit der E-Mobilität beschäftigt. Und dann pfeift so ein Regionalleiter einen sozusagen nach dem Motto, Herr Warnke, was Sie da jetzt 4 Jahre lang so ziemlich intensiv betrieben haben, das ist noch gar nicht ausgemacht, dass das überhaupt nicht mal irgendwann wieder in der Schublade verschwindet. Aber das heißt doch, die Skeptik, also die gute Nachricht daran ist ja, 2018 ist jetzt immerhin trotzdem schon 6 Jahre her, die Skeptiker werden weniger, oder? Mhm. Ja, das würde ich schon sagen, ja. Und das es gibt immer Schwankungen und je nachdem, wer sich da äußert und wo und in welcher Stellung, aber grundsätzlich wird das nach und nach weniger, ja. Und das ist ja schon mal gut. Also auch wenn du natürlich vielen voraus warst, indem du 2014 schon angefangen hast, das ist ja auch wirklich wahnsinnig zeitig gewesen. Aber jetzt sind es weniger, obwohl natürlich trotzdem zu sagen ist, in Deutschland die Stimmung bezüglich E-Mobilität hat immer noch so viele Höhen und Tiefen und das ist ein so unsicheres Feld und da ist natürlich auch ganz viel Verunsicherung bei Mitarbeitern im Autohaus, aber eben auch bei den Kunden. Und was mich interessiert, du bist ja in Tarmstedt im 4000-Seelen-Dorf oder Städtchen, ich weiß gar nicht, Ort. Ja. Dorf. Das ist ja auch nochmal was anderes als hier. Meine Umgebung ist ja hier Berlin-Potsdam. Charlottenburg. Ja, genau. Wie ist denn da der Umgang bei der Elektromobilität? Und wie ist es da für dich als Pionier? Ist Tarmstedt inzwischen jetzt vielleicht Vorzeigestadt geworden? Oder Ort, Dorf? Vorzeigedorf? Ja, ein Außendienst hier von Volkswagen, der hat mal gesagt, die E-City of Tarmstedt, hat er uns 2017, glaube ich, schon bezeichnet. Toll. Also das zeigte auch die Überraschung, dass sowas auf dem Dorf überhaupt gelingen kann. Weil ich weiß noch, 2016 oder 2017 bin ich mal bei einer Exkursion gewesen, da haben wir uns irgendwie auch was wegen alternative Antriebe angeguckt mit der Audi-Forschung zusammen. Und da sagte der von der Audi-Forschung zu mir, Herr Warnke, das ist ja toll, Ihr Engagement, aber ich möchte Sie jetzt auch nicht ausbremsen, aber Sie sind doch im ländlichen Raum, habe ich gehört. Habe ich gesagt, ja. Dann sagte er, E-Mobilität wird sich aus unserer Einschätzung her nur in der Stadt durchsetzen. Also im ländlichen Bereich, also da reichen die Reichweiten überhaupt nicht aus und da wird sich das nie durchsetzen, jedenfalls nicht im Laufe der nächsten 10 Jahre. Und tatsächlich ist dann das andere passiert, dass die im dörflichen Bereich diese Kombination mit Photovoltaik auf dem Dach und die fanden das toll, mit dem eigenen Strom zu fahren und man hat dann auch entsprechend die Pendelstrecken gehabt. Und man hat herausgefunden, dass die Pendler, die zum Beispiel aus dem Dorf in die Stadt zur Arbeit fahren, dass sie das ideal mit so einem kleinen E-Auto machen können. Und das hat sich also anders entwickelt und die Reichweiten sind natürlich auch schnell gestiegen und dann plötzlich war das Thema vom Tisch. Heute hört man das Argument fast überhaupt nicht mehr. Das war vor 5, 6, 7 Jahren noch anders. Dieses Argument, E-Mobilität ist nur was für die Stadt.
Ja, stimmt. Heute ist eher umgekehrt, dass man sagt, in der Stadt, da fehlt die Wallbox, in der Stadt, da fehlt die Lademöglichkeit. Das ist eher, diese Argumentation hat sich eher verändert, also gekippt. Ne? Ja, interessant, ne? Genau, jetzt überlegt man, wie schafft man das zum Beispiel in Stadtteilen wie in Marzahn in Berlin, wo lauter Hochhäuser sind, wie kann man da genug Ladepunkte schaffen, die auch günstig sind, ne? Und da ist die Stadt, die Landbevölkerung mal an der Stadtbevölkerung vorbeigezogen. Genau, das könnte man auch mal lobend erwähnen, dass die E-Mobilität dazu beigetragen hat, dieses Stadt-Land-Gefälle endlich mal umzukehren. Dass die E-Mobilität so ein bisschen attraktiv plötzlich ist für den ländlichen Raum. Ne? Jedenfalls, das hat sich anders entwickelt als gedacht und erwartet und das insofern sozusagen positiv für den ländlichen Raum. Mhm. Ansonsten, was hatten wir eben schon kurz angesprochen, der Stand der E-Mobilität in Deutschland ist ja jetzt kein leichter. Wie nimmst du denn die Situation wahr? Also ja, seit 2014 hat sich einiges getan, aber wo stehen wir denn jetzt und wo müssen wir noch hin und wie schnell muss das gehen? Ja, das sind jetzt gleich viele Fragen. Das Erste, wie ich die Situation wahrnehme, das beobachte ich natürlich auch immer. Ich nenne das immer aktuell eine große Verunsicherung. Wir haben insgesamt einfach eine große Verunsicherung. Und ich habe das eben schon mal in einem Gespräch erwähnt. Die Politiker, die tragen natürlich auch nicht dazu bei, das irgendwie zu klären und zu beruhigen, weil die sich auch über die E-Mobilität gerne positionieren. Gerne dadurch versuchen, irgendwie so ein schlaues Statement abzugeben. Weil die wissen, da kriegen sie sofort Aufmerksamkeit. Wenn ein Politiker irgendwas für E-Mobilität oder da irgendwie seine Meinung äußert, da hat er sofort Aufmerksamkeit. Stimmt. Und leider ist es in der Politik heute manchmal nicht mehr ganz wichtig, ob man positive oder negative Aufmerksamkeit, sondern man kriegt überhaupt Aufmerksamkeit. Da sind die Politiker nicht mehr anders unterwegs als die Medienschaffenden. Bei den Medien ist das ja manchmal auch so ähnlich, ne? Irgendeine Aufmerksamkeit und dann ist egal, was ich sage. Und da sind die Politiker leider auch im Moment nicht so viel anders unterwegs. Und das bedeutet aber für den Verbraucher und für den Autofahrer, dass sie maximal verunsichert sind, wenn die von den Politikern dann auch noch so unterschiedliche Antworten bekommen. Und in den Autohäusern, da sind auch meine Kollegen, also sprich die Autoverkäufer und Autohändler, sind auch nicht unbedingt immer so einheitlich unterwegs, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und das führt dann auch nicht dazu, dass sich irgendein Autofahrer, der sonst sagt, ich will eigentlich nur von A nach B fahren und bitte beratet mich mal, der fühlt sich auch nicht unbedingt dadurch besser bestärkt oder besser unterwegs. Ne? Indem er wünscht sich Klarheit und kriegt die dann einfach nicht. Ja, das stimmt. Und das ist ein Riesenproblem. Und du bist aber schon immer klar gewesen. Und das zeichnet dich ja aus und das ist deine große Stärke. Aber wie gehst du denn dann tatsächlich damit um jetzt, wenn du sagst, auch bei dir im Mitarbeiterfeld, es sind jetzt nicht alle die Vorantreiber, so wie du deine Kollegen eben beschrieben hattest, die bei der Goldenen Batterie mitgemacht haben. Was machst du denn, wenn du da den Skeptikern begegnest? Oder wie regelt sich das vielleicht auch über eine Firmenkultur? Oder was sind da so die Mechanismen? Also hier bei uns intern, das ist, man muss das immer, wie sagt man so schön, nicht dogmatisch angehen. Ne? Man darf niemals sagen, wie wir das vorhin hatten, eben mit dem Order, dem Mufti oder wie das so heißt. Also nicht sagen, weil der Chef das jetzt toll findet, deshalb müssen wir das jetzt auch toll finden, das geht immer schief. Sondern man muss immer, steter Tropfen höhlt den Stein, dieses Motto angehen. Und muss versuchen, die Leute zu gewinnen. Mhm. Also nicht nichts überzustülpen, sondern die Leute dafür zu gewinnen. Mhm. Und dazu gehört maximal natürlich die Bereitschaft, auch eine Probefahrt, auch den Mitarbeitern gegenüber eine Probefahrt anzubieten. Denn wir kennen ja diese berühmte Reihenfolge, wir können nur da Kunden davon überzeugen, von dem, wo wir selber irgendwo überzeugt sind, von diesem Weg. Und deshalb versuchen wir natürlich erstmal selber, also nicht nur bei uns anzufangen, sondern auch bei den Kollegen, in der Mitarbeiterschar. Und wir können zum Beispiel nicht sagen, die Kunden, die dürfen eine Probefahrt machen, aber die Mitarbeiter bitte sollen sich zurückhalten. Mhm.
Da haben wir schon immer gesagt, die Mitarbeiter, die können gleich vorne an bei der Probefahrt sein und werden genauso wertgeschätzt wie der Kunde. Weil sonst klappt das nicht, ne? Und das strahlt dann auch nach außen aus, wenn die Mitarbeiter auch positiv darüber reden. Stimmt. Und mich freut das am meisten, wenn ich so einen Post setze über E-Mobilität und über irgendeine Kundenerfahrung, der Positives berichtet hat über E-Mobilität, wenn dann einer unserer Serviceberater als erster liked. Ja. Das sehe ich immer, okay, der muss das ja nicht, der wird ja nicht kontrolliert, ob er das macht. Mhm. Der macht das freiwillig und der findet das toll. Mhm. Und dann weiß ich immer, jetzt funktioniert diese Kette. Die Kette, ein Mitarbeiter hat positive Erlebnisse, Mitarbeiter nicht, ein Kunde berichtet über positive Erlebnisse, der Mitarbeiter liked das, sieht das und dann finden alle das gut. Ich finde das gut, der Mitarbeiter findet das gut, der Kunde findet das gut und dann haben wir diese Win-Win-Situation. Also das heißt, und das kommt ganz natürlich. Da halte ich auch mehr davon, als das über große Schulungs- und Schulungsformate dann zu machen. Das ist immer das Natürliche, wenn im Gespräch mit Kunden und mit Mitarbeitern, wenn dann einfach durch Ausprobieren, Learning by Doing, wenn darüber etwas entsteht. Also das heißt eigentlich, dass die Geheimzutat ist ansteckende Begeisterung. Ja, das ist sehr gut beschrieben. Könnte ich nicht besser beschreiben. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Ansteckende Begeisterung, ja. Also, oder komm und sieh. Ich sage, komm und sieh. Also probier einfach aus. Ne? Und schlimmstenfalls könnte es dir ja gefallen. Ne? So, wenn man das, was kann schlimmstenfalls passieren? Und ich sage dann auch immer unseren Verkäufern, setz die einfach in die Autos rein. Und was kann schlimmstenfalls? Schlimmstenfalls sagt er, vielleicht ist noch nicht so weit. Oder dieser schlimmste Fall, der tritt dann interessanterweise ganz selten ein. Ich habe im Prinzip das noch nie erlebt, dass einer Probefahrtauto, also wenn die sich dann anschließend nicht für E-Mobilität entschieden haben, dann heißt das entweder, ich warte noch ab oder es irgendwie funktioniert das mit meiner Wallbox zu Hause noch nicht oder ich muss noch mal wegen meinen Finanzen überlegen, aber das ist nicht, weil die Probefahrt nicht gefallen hat. Ja. Ich habe das noch nie erlebt, dass einer bei einer Probefahrt eines E-Autos hinterher gesagt hat, irgendwie das ist aber ist seltsam. Sowas gibt es eigentlich nicht. Ja, also das heißt, einmal ausprobiert, fällt die Elektromobilität eigentlich nicht durch. Es sind manchmal noch äußere Umstände, die dazu führen, dass der Kauf und die Entscheidung vielleicht in die Zukunft vertagt wird. Wie, was weiß ich, eben die noch relativ hohen Anschaffungspreise zum Beispiel oder sowas. Ja. Öffentliche Ladeinfrastruktur, die Stromkosten, diese Dinge, die sind natürlich, das blenden die Leute nicht aus. Und ich darf natürlich auch auf keinen Fall diese Bedenken nun nicht ernst nehmen. Das ist ja wie mit meinen Mitarbeitern. Kann nicht sagen, so ab 1.1.2025 müsst ihr alle pro E-Mobilität sein. Das kann ich nicht vorgeben. Ne? Ja. Das muss man, wie heißt das so schön, gewinnen. Man muss die Mitarbeiter dafür gewinnen, dann kann man auch anschließend die Kunden und wir gemeinsam die Kunden dafür gewinnen. Ne? Das hat viel mit gewinnende, wie heißt das, Gesprächsführung oder so zu tun. Und jetzt, wenn ich mal fragen kann, wie viele deiner Autos, die du jetzt so verkaufst, wie viel Prozent davon sind denn Elektroautos? Das hängt sehr von dem Angebot ab. Ne? Wir haben im Moment etwa ein Viertel unseres Gebrauchtwagenbestandes haben wir elektrisch. Viel. Das ist schon deutlich mehr als, ich glaube, bundesweit ist 2,9%, glaube ich, oder 2,5, habe ich neulich mal gelesen, im Bestand. Also insofern haben wir ungefähr das Zehnfache. Wow. Das ist sehr oft, dass wir etwa das Zehnfache hier hatten. Und das ist schon ein massiver Boost, ne? So ein Antreiber für E-Mobilität, weil das nehmen Kunden auch wahr. Wenn Kunden hier vorbeifahren bei uns, die sehen natürlich, ey, das sind Autos, lauter E-Autos. Das sind ID3 und was alles, das sind kleine, sind große Autos. Da muss irgendwas dahinter stecken, weil das keine Eintagsfliege ist. Da sind tatsächlich viele Autos, die da zu sehen sind. Und dann wissen die, da steckt eine Überzeugung dahinter. Und wenn die dann in den Gesprächen diese Überzeugung auch wiedererkennen, dann kann da eben irgendetwas draus entstehen. Ne?
Ja, super. Und das stimmt. Also ich glaube auch die Sichtbarkeit sowohl eben in den Autohäusern, aber auch in der Nachbarschaft, das macht natürlich viel so. Und das wird sicherlich auch dazu führen, dass die Wachstumskurve nach diesem Auf und Ab, was wir jetzt immer haben und vor allem diesen vielen populistischen Diskussionen, das wird ja irgendwann aufhören, gehe ich mal davon aus. Und dann wird einfach durch mehr Sichtbarkeit, glaube ich, schon ganz viel passieren und die Hürden im Kopf abgebaut werden. Jetzt ist ja das, jetzt gibt es ja das Verbrenner aus, das heißt 2035 dürfen keine Verbrennerautos mehr neu zugelassen werden. Du hast ja eben gesagt, du bist immer bei den Zulassungszahlen oder Umschreibungszahlen hast du das Zehnfache sozusagen vom Bundesdurchschnitt. Was denkst du denn, wann erreichst du denn dein 2035? Ja, jetzt muss ich eins korrigieren. Bei den Zulassungszahlen schaffe ich das natürlich nicht. Das sind Zehnfache. Das hat es mal gegeben bei uns, aber das ist natürlich, die haben aufgeholt. Ne? Okay. Also ich will nur sagen, das Zehnfache ist jetzt so, das war früher mal bei den Zulassungszahlen und ist heute jetzt noch im Gebrauchtwagenbestand. Weil wir massiv zukaufen. Ja. Und da können wir natürlich frei entscheiden, ob wir einen Verbrenner oder ein E-Auto zukaufen. Und da können wir Trendsetter sein. Ja, ja. Bei den wir haben ja bundesweit, glaube ich, jetzt aktuell 13% oder so Neuwagen. So, wir können ja gar nicht das Zehnfache haben. Da hätten wir 130. Ne? Das stimmt. So, diesen Vorsprung, in dieser Größenordnung kann man den natürlich bei den Zulassungszahlen nicht halten. Aber im Bestand, der Bestand hinkt ja hinterher. Das ist etwa 10 Jahre Versatz, weil die Autos im Schnitt 10 Jahre so am Markt sind. Und deshalb gibt es 10 Jahre später immer erst die Ergebnisse im Bestand, was 10 Jahre zuvor in der Zulassung zu sehen war. Ne? Dann so lange dauert das, bis sich der Bestand dann gewandelt hat, weil die Autos, die alten Autos ja noch weiter gefahren werden. So. Das wollte ich nur erklärend eben hinzufügen. Du hast natürlich recht. Da geht das Zehnfache nicht, das stimmt. Aber du bist jedenfalls immer, was die E-Mobilitätsrate betrifft, über dem Durchschnitt und auf deinem Hof. Und deshalb meine Frage war so ein bisschen, was denkst du, wann fährt von dem Autohaus Warnke der letzte Verbrenner vom Hof? Oh, ist eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage, weil jetzt rede ich schon wie die Automobilhersteller, weil die sagen immer, das entscheide nicht ich, sondern der Kunde. So sagen ja immer die Automobilhersteller als große Ausrede, warum bieten sie überhaupt noch die Verbrenner an? Und da sagen die Vorstände und Vorständinnen, die sagen dann immer, ja, das dürfen Sie mich nicht fragen, lieber Journalist, das entscheidet der Kunde. Das hört sich immer wunderbar an. Ne? Aber an dieser Stelle stimmt das tatsächlich, wenn man auf das Autohaus Warnke bezogen, weil wir natürlich auch noch jede Menge Kunden haben, die im Bestand Verbrenner haben. Und da kann ich jetzt nicht, wie heißt das, mein Bruder hat immer mal gesagt, das entscheidet nicht das Autohaus Warnke, wann der Wandel passiert, sondern das wird weltweit letztlich entschieden. Wir wissen auch, wie stark China oder der asiatische Markt, der US-amerikanische Markt, wie weit das den deutschen Automobilhandel beeinflusst. Weil dadurch werden die Hersteller beeinflusst, was sie anbieten, wie die Leasing-Angebote aussehen und so weiter. Und das hat natürlich alles einen Einfluss. Und wir können, was sagte mein Bruder immer so schön, wir können maximal das Tempo etwas mit beeinflussen. Aber wir können nicht entscheiden, ab 2035 fährt hier der letzte Wagen vom Hof. Also ich vermute jetzt, wenn ich mal blind schätzen soll, dass 2032 wird hier in Darmstadt bereits der letzte ausgeliefert. Aber weil wir ja auch einen Schwerpunkt haben, wir haben schon immer doppelt so viel Gebrauchte verkauft als Neuwagen hier bei uns in Darmstadt. Früher schon, also auch als wir richtig Händler, also Neuwagenhändler waren für mehrere Marken. Da haben wir immer schon Gebrauchte auch stark verkauft, die wir in Zahlung genommen haben. Und wir wissen auch, und das müssen ganz nüchtern sehen, dass sich die Gebrauchten etwas später auch wandeln. Ne? Das wird etwas, weil wir immer die Bestandsautos haben und das sind weit viele Jahre noch Verbrenner. Aber ich hoffe, dass irgendwann vielleicht 2035 unsere Kundschaft auch schon so weit ist. Aber das können wir eben nicht vorgeben. Also wir können denen das nicht diktieren. Ne?
Total richtig und verstehe ich auch. Und das ist auch kein sich rausfinden, weil du hast natürlich recht. Ihr seid ein Handel, das heißt, ihr handelt mit den Waren, die gebraucht werden und die die Kunden brauchen. Und ihr könnt als Beschleuniger und Aufklärer agieren und das macht ihr. So wie wir das bei uns auf der Plattform auch versuchen, indem wir versuchen, Informationen bereitzustellen, die richtigen Filter für die E-Autos und was weiß ich nicht was. Das ist das, was wir tun können letzten Endes. Sind es aber natürlich ganz individuelle Entscheidungen. Und das, so sollte es ja auch sein. Ne? Also, ja, genau. Und es ist auch immer die Finanzen, die spielen eine Rolle. Absolut. Das eine eben, das habe ich vielmehr noch gerade ein, man kann zum Beispiel sagen, unsere Aufgabe ist vorzuleben und nicht vorzugeben. Ja, das also ist wir, schön. Wir geben denen das nicht vor nach dem Motto, du musst jetzt aber das machen. Der Kunde ist selber noch gar nicht überzeugt, sondern wir leben das vor. Wir sagen, das ist eine Möglichkeit und gib dem Kunden die Chance, Nein zu sagen. Aber gib ihm die Chance. Ja. Das ist eben, das wird oft leider nicht gemacht im Autohandel. Da wird denen gar nicht die Chance gegeben. Da wird gesagt, hier, wollen Sie ein vernünftiges Auto, das ein Verbrenner. Mhm. Ne? Und dann wird gar nicht eine ernsthafte Alternative geboten. Ne? Das ist wichtig dabei. Das stimmt, da hast du recht. Und das ist genau ja auch die Transparenz und auch Neutralität. Ne? Also da geht es ja gar nicht darum, Seiten einzunehmen, sondern da geht es ja eigentlich darum, was ist jetzt eben, wie wir auch im Vorgespräch besprochen hatten, was ist das Richtige für den Kunden? Und wenn der eben jeden Tag nur 30 Kilometer hin und her fährt, naja, dann ist halt Reichweite zum Beispiel überhaupt kein Sorgenthema für ihn so und eine PV-Anlage auf dem Dach hat. Ne? Ja. Und es ist eben eine Umstellung, eine starke Umstellung sozusagen. Unsere Gewohnheit ist, zur Tankstelle zu fahren. Unsere Gewohnheit ist, über Benzin und Diesel zu sprechen. Und das ist alles anders und alles neu und das braucht halt seine Zeit und ganz viel Vertrauen und aber eben auch Informationen und die richtigen Informationen. Genau. Und Erfahrung. Ich habe jetzt am Wochenende gerade einen Freund von mir, der hat seit einem Jahr, seit 13 Monaten, wie er mir schrieb, hat er ein ID4. Und dann habe ich gesagt, so, wie kommt es jetzt aus? Und da sagt er, Wolf, wunderbar, alles in Ordnung. Und ich kann dir eins sagen, beim nächsten Mal würde ich die kleine Batterie nehmen, weil die reicht vollkommen aus. Und da habe ich gesagt, das ist ja mal was Neues. Die meisten meckern immer, ja, Reichweite muss noch mehr, geht nicht. Und er sagt beim nächsten Mal, die kleine hätte es auch getan. Ich war übervorsichtig, da sage ich, das ist ja mal ein neuer Trend. Ne? Weil manche immer noch sagen, meldet euch, wenn die 500 Kilometer realistische Reichweite haben und sowas. Ne? Ja, und dann gibt es eben diese vielen Halbinformationen, wo Leute immer, gestern schrieb da irgendeiner oder vorgestern, die 400 Kilometer, die sind aber nur in der Theorie. Also, und dann habe ich sofort natürlich Einspruch erhoben und gesagt, das gibt's überhaupt nicht, warum sind die nur in der Theorie? Ich bin da 300 Kilometer gefahren und hatte noch 180 Rest. Ne? Das heißt, ich hätte locker über 400, warum stehen die nur in der Theorie? Das sind einfach, diese Halbinformationen, die muss man selber ausprobieren. Das ist das Allerwichtigste, dass die realistische Dinge selber ausprobieren und nicht nur irgendwas vom Hören sagen oder was angeblich dieses defizitäre Denken, was alles nicht möglich ist. Wir müssen zu dem Denken kommen, wie mein Freund aus Süddeutschland, der mir da wirklich schrieb, beim nächsten Mal, die Kleine hätte es auch getan. Ja. Wir sind schon im Prinzip Overshooting Day. Ne? Wir sind in mancher Hinsicht schon zu vorsichtig gewesen. Und wir würden mit viel weniger auskommen. Ne? So. Ja, aber das ist interessant. Ne? Das lernt man eben wirklich erst oder auch zu verstehen. Durch Ausprobieren. Ne? Auch was man wirklich, was die eigenen Bedürfnisse sind. Ich bin zum Beispiel, ich habe jetzt ja auch ein E-Auto seit einiger Zeit. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich bin auch wirklich sehr glücklich damit. Ja. Und ich genieße das, dass ich nicht mehr, also ich habe quasi eine Haushaltssteckdose nur, aber und eine Einfahrt, auf der ich mein Auto stehen lassen kann. Und ich genieße das, dass ich nicht mehr zu einer Tankstelle muss. Es sind jetzt nicht die schönsten Orte der Welt, die Tankstellen. Es tut mir leid, liebe Tankstellenbesitzer. Nee, oft aber, so eine Spelunke, ja. ne? Ja. 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 Ja, genau.
Ja, und dann muss man das immer irgendwie noch beim Weg hin oder zurück noch schnell mit irgendwie einbauen. Also zum Beispiel, das ist ja für mich, das allein ist ein riesen Komfortgewinn. Und der hat gar nichts mit der Batteriegröße oder irgendetwas zu tun. Nee. Und ich weiß damals, als wir mal mit dem Busunternehmer unterwegs waren und hatten so Busreisen gemacht im ehrenamtlichen Bereich. Und immer wenn ich gesagt habe, können wir einmal beim Rastplatz, da möchte jemand auf Toilette oder jemand was kaufen oder sowas, dann war ja gar nicht das Tanken immer, sondern dass man ein anderes Thema hatte. Aber da weiß ich noch, als er immer mit mir diskutierte, muss das wirklich unbedingt sein? 10 Minuten verlieren wir, ist ein Minimum. Weil wenn wir da anhalten, bis wir erstmal runter sind, bis wir aussteigen, bis wir einen Parkplatz haben, unter 10 Minuten ist nichts und dann geht es nur noch aufwärts. Ne? Das heißt, seitdem weiß ich schon immer, dass so eine Unterbrechung, wenn man nur zum Tanken einmal an die Tankstelle muss, viele fahren noch Umwege dabei. Das ist so eine unnütze Lebenszeit. Ne? Ja. Das ist, und keiner, ich kenne niemanden, der so mit Zapfhahn da Benzin oder Diesel tankt, der sagt, dass er das gerne macht. Also nee. Ich kenne wirklich niemanden. Und deshalb wundert mich immer so diese Begeisterung noch, dass sie so oft an dem Diesel und an dem Benzin da hängen. Ne? Ja, wenn es nicht anders geht, ist das so. Aber wie kann nur jemand da verlangen, dass es über 2035 hinaus noch weitergehen soll? Bei Neuwagenzulassung, wir sprechen ja nicht über ein Verbot von Verbrennern, sondern nur, dass die Neuwagenzulassung dann eingeschränkt wird. Und dann kleben einige Leute daran und sagen, auf keinen Fall, ihr nehmt uns irgendwas weg, was ganz toll ist. Und sei doch froh, dass du dann auf absehbare Zeit irgendwann vielleicht deine Kinder nicht mehr Benzin und Diesel zapfen müssen oder tanken müssen. Selbst wenn du es für dich selber nicht mehr erlebst, aber freu dich doch für deine Kinder. Stimmt. Also da, ich verstehe nicht dieses, dass sie da so dran hängen. Stimmt, man kann es ja auch eigentlich nicht als eine Bedrohung und was wegnehmen betrachten, sondern als eine Bereicherung, ein Geschenk. Ja. Und so wie es immer ist eigentlich bei der Technologie, am Ende ist es immer ein Komfortgewinn für uns Menschen, ermöglicht immer irgendwas, was vorher nicht möglich war. Und ich glaube, so ist das bei der Elektromobilität auch. Und es ist eine verhärtete Diskussion, die da manchmal da ist. Aber die über die Zeit, glaube ich, Wolf, diesen Podcast und die viele Arbeit, die du da reinsteckst, das wird Früchte tragen und dann wahrscheinlich, ich weiß nicht wann, also 2035, oder du hast gesagt 2033 rollt bei dir oder 32, ich weiß nicht mehr genau. 32, ja. Das merken wir uns jetzt, rollt bei dir der letzte Verbrenner vom Hof und wer weiß, aber unsere Diskussion über die E-Mobilität in einem Jahr wird wahrscheinlich schon ganz anders aussehen. Was denkst du, was sind in einem Jahr die Themen? Sprechen wir dann noch viel über das Hin und Her? Sprechen wir noch viel über Ladepunkte, über Gewohnheiten oder was sind da die großen Themen? Ja, in einem Jahr wird es auf jeden Fall das Thema Strompreise, also Lade, Auto, Autostrom oder wie das so schön heißt, diese Preise, die werden uns noch weiter begleiten und Ladeinfrastruktur wird in einem Jahr auch noch kein Thema sein, was nicht mehr geführt wird. Insbesondere im Blick auf Funktionsfähigkeit, also Zuverlässigkeit, dass die einfach auch tatsächlich Strom abgeben und viele achten auch auf das Tempo, also mit welcher Ladeleistung dann in dem Moment gerade geleistet werden kann, geladen werden kann. Das hängt natürlich davon ab, wenn fünf zeitgleich laden, dann kann das auf die Ladeleistung Einfluss haben. Und diese Themen, die werden also im Sinne Funktionssicherheit, ne, dass das einfach zuverlässig und funktionssicher ist, das wird uns noch weiter begleiten. Weil das ganze Netz natürlich da stabilisiert werden muss. Das sind Anpassungsvorgänge. Das wird wieder mit zunehmender Anzahl von Elektroautos, die natürlich jetzt laufend auf den Markt kommen, auch noch wieder eine Herausforderung werden. Und das ist nicht plötzlich in einem Jahr gegessen. Das sind Preise, das sind Themen, die werden bleiben. Das andere ist mit der Reichweite. Das wird tatsächlich ein Thema sein, was über kurz oder lang kein Thema mehr sein wird. Also ich habe das damals, die Sprünge noch richtig mitbekommen, mit 150 Kilometer Reichweite, dann auf 250 Kilometer, wo die Leute dann komplett entspannt waren, dass sie 100 Kilometer mehr Reichweite hatten. Und die haben das als eine ganz andere Welt dann von Sicherheit beschrieben.
Und diese Themen, die werden jetzt natürlich, wenn wir in den Bereich kommen, 300, 400, 500, 600 Kilometer Reichweite, das wird dann immer weniger ein Thema werden, diese Reichweiten-Thematik. Ja, und andere Themen, die kommen neu dazu, das wissen wir jetzt beide noch nicht. Ne? Aber in einem Jahr, das war ja deine Frage, ja. Da wird hauptsächlich das Thema Ladeinfrastruktur und Anpassungsvorgänge an den erhöhten E-Auto-Bestand. Und das zweite sind die Preise, solange da noch keine einheitliche Regelung ist, was eigentlich ein Stromtarif kosten darf, also was da sein darf. Das wird sich noch in einem Jahr sicherlich absolut Thema sein. Das andere weiß ich jetzt nicht. Wir wissen beide nicht, was mit Förderung passiert, ne? Mit Umweltprämie oder Umweltbonus. Da wissen wir nicht, was im nächsten Jahr ist. Das hängt von so vielen Sachen ab, insbesondere von Fördergeldern und politischen Entscheidungen. Ja, nächstes Jahr ist eine Bundestagswahl. Stimmt. Ich glaube im Sommer, ne? Da ist eine Bundestagswahl. Ja. Da kann sich politisch natürlich auch noch gewaltig was verschieben. Dann ist es Europapolitik, EU-Politik und auch da kann es neue Dinge geben. Ne? Dann greift nächstes Jahr diese Flotten, CO2, eine Strafzahlungsgeschichte. Auch da wissen wir alles nicht, wie sich die Hersteller verhalten. Ich vermute aktuell, weil die deutlich mehr E-Autos verkaufen müssen nächstes Jahr, dass die Hersteller in die Schublade greifen, bevor Strafzahlungen, weil das ist das Unangenehmste, was einem Autohersteller passieren kann, wenn er Geld, anstatt dem Kunden das zu geben, an Strafzahlungen lieber zahlt. Und deshalb glaube ich, da wird es attraktive Angebote geben, so dass unser Gespräch in einem Jahr erheblich lockerer laufen würde als jetzt in der Zeit der Verunsicherung. Das glaube ich schon. Das sind doch gute Ausblicke und ich denke auch, ich vermute, dass es da einen großen Push geben wird 2025 auf Herstellerseite, der sich positiv auswirken müsste. Also einerseits auf das Angebot und andererseits aber auch, sage ich mal, emotional und was so Sicherheitsbedenken, also oder den Glaube an diese neue Technologie betrifft, das müsste doch eigentlich nächstes Jahr wirklich ganz anders werden. Ich sehe das so wie du und ich bin gespannt. Wir können uns ja verabreden einfach, Wolf. Genau. In einem Jahr der nächste Podcast, ne? Na, finde ich super. Ja. Es gibt aber immer so positive Signale. Ich habe jetzt gerade im Weserkurier ein Interview mit dem Vorstand von Mercedes. Mercedes-Vorstand hier aus Bremen. Und da sagte er ganz stolz, ja, wir sind flexibel, wir bauen auch jederzeit, was der Kunde möchte, Verbrenner oder E-Auto. Dann fragte die Redakteurin, was fahren Sie eigentlich privat für ein Auto? Und dann sagte er, ich fahre seit 4 Jahren selber elektrisch. Sagte er dann irgendwie das Modell, was er fährt. Ja. Und dann kam der bemerkenswerte Satz, und ich selber bin mittlerweile nach diesen 4 Jahren so überzeugt, ich möchte nicht wieder zurück zum Verbrenner. Und das war für mich so ein Beispiel, wie irgendwie so ein Vorstand, wenn der damit zurechtkommt, da kommen doch tausend und zigtausend und Millionen andere in Deutschland auch damit zurecht. Ja. Denn der ist sicherlich in seinem persönlichen, privaten Zeitplan noch viel enger drin als die meisten in Deutschland. Und wenn der das gehandelt kriegt und geregelt kriegt mit so einem E-Auto und macht das freiwillig, der wird ja auch nicht gezwungen dazu, dann wo ist dann noch in einem Jahr oder wo sind in 2 Jahren dann noch die Probleme, fragt man sich. Ne? Das stimmt. Also ich bin auch überzeugt, wir könnten schon viel weiter sein, wenn da einfach eine größere Überzeugung im Handel wäre und bei den Autoherstellern eine einheitlichere Überzeugung. Ne? Ja. Das stimmt. Und ich finde ja toll, dass er das auch genau so geäußert hat. Ne? Er hätte ja auch einfach sagen können, das ist jetzt das Modell und er ist zufrieden. Aber dass er diese Ergänzung… Er hat freiwillig, ne? Freiwillig. Das war der letzte Satz in dem Absatz. Ne? Und das war fast das Ende des Interviews. Ja, und ich werde das zum Beispiel noch posten. Ich habe mir das schon zur Seite gelegt und dann nehme ich da, man darf ja so einfach ein Zitat daraus mit der Quelle und so. Und das wird für mich das Highlight. Ne? Das ist wichtiger als alles andere, was er da noch gesagt hat. Ne? Da hat er natürlich auch noch was über die Fabrik gesagt, über insgesamt Zukunft, über die Krise in der Branche und was mit Lohnkosten ist und was in Asien passiert. Da wurde er auch zu befragt. Aber dieses Persönliche, das ist, was uns fehlt im Moment noch. Ne?
Denn das ist die Orientierung, was der normale Autofahrer und die normale Frau Meier und Herr Müller, was die als Orientierungspunkt brauchen. Das stimmt. Die sagen, wenn der da seit 4 Jahren Erfahrung gesammelt hat und sagt, er will nicht wieder zurück, dann ist das wie ein Ritterschlag ist das. Das stimmt und das muss aus der Öffentlichkeit kommen, also das heißt zum Beispiel von solchen Personen, weil es eben im privaten Umfeld noch nicht so stark vorhanden ist. Ein Kollege, ich glaube, das habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast zitiert von mir, der sagt immer, das ist das erste Auto jetzt, sein Elektroauto, wo er nicht seinen Vater fragen konnte. Oh, guck mal an, das ist auch toll. Ja. Und das fand ich, daran muss ich immer denken, um mir vor Augen zu führen, wie stark diese Änderung ist und was das für jeden persönlich auch für einen Schritt ist und das diese stimmt, Sicherheit, die man eben nicht im Familien- oder Freundeskreis normalerweise bekommt, die muss jetzt woanders herkommen. Nein, das stimmt vollkommen. Du konntest sonst immer bei der Verbrennertechnologie dich darauf verlassen, dass eine Generation vor dir schon viel mehr Erfahrung hatte. Und die konntest du immer noch um Rat fragen. Ja. Und das ist jetzt tatsächlich, das ist mir noch nie aufgefallen, dass das jetzt das erste Mal nicht geht. Weil die sagen, ja, ich würde ja gerne was sagen, ich habe selber keine Erfahrung. Ne? Ja. Und das muss diese Orientierung, diese Punkte, die müssen jetzt von anderer Stelle kommen. Egal, ob das Politik ist oder Wirtschaft oder der Autohändler oder der Verkäufer. Und wenn die sich so ein bisschen da seltsam ausdrücken, dann sind die Leute maximal verunsichert. Und dann, wir wissen ja beide, was dann die Autokäufer machen. Die gehen auf Abwarten. Die machen gar nichts. Richtig. Und das ist für die Konjunktur, ist das immer das Schlimmste. Weil dann stockt alles. Die Entwicklung stockt und dann kommt das nicht in Gang. Ne? Das stimmt. Und es ist ja sogar quasi andersrum diesmal. Diesmal ist es die junge Generation, die eigentlich der Älteren, also so aus meiner Erfahrung, die der Älteren dann eher zu der E-Auto-Entscheidung verhilft, wenn sie selber schon getroffen haben. Also genau. Und das ist bei unserem Autoland Deutschland eben eine ganz neue Situation. Ja, genau. Und es ist in vieler Hinsicht ist das bei der Technologie auf den Kopf gestellt. Es geht nicht nur um hier digitales wie nennt sich das, das rollende Smartphone oder was man so Autos heute bezeichnet, sondern auch als wir zum Beispiel bei uns auf einer Betriebsversammlung oder auf einer Betriebsfeier, da haben wir angekündigt, ja, wir haben jetzt dies und das neue Elektromodell bei uns als Vorführwagen. Wer das mal fahren möchte, herzliche Einladung. Und du darfst jetzt mal dreimal raten, wer die Ersten waren, die hier gekommen sind. Und gesagt, ihr habt das auch Betriebsfeier doch gesagt, wir dürften das mal fahren. Jetzt möchten wir das mal. Wer sind da gekommen hier aus unserer Belegschaft? Na, die ganz Jungen bestimmt. Ganz genau, Azubis, die gesagt haben, ja, ich habe jetzt erst gerade seit einem Monat Führerschein, aber ihr habt da auf dieser Versammlung das gesagt. Und die standen fast Schlange und die anderen, die entweder wesentlich später oder ganz gemächlich waren die. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie nicht interessiert waren, aber diese Begeisterung, das muss tatsächlich über die junge Generation jetzt kommen. Stimmt. Und das ist eben anders. Früher hat man gesagt, du, wenn du erst mal 3 Jahre Führerschein, dann darfst du vielleicht auch mal das Auto fahren. Und heute stehen die mit 18 scharren mit den Hufen. Ja. Weil die sagen, das ist unsere Zukunft. Damit werden wir aufwachsen. Und das ist eine neue Denke. Ne? Das stimmt. Ja. Die stellen es nicht in Frage und sie haben keine Vorurteile. Und genau. Und deshalb geht das auch dann schneller mit der Begeisterung. Ja, so ist es. Genau. Und jetzt noch eine letzte Frage. Wir haben schon lange gesprochen, Wolf. Und wirklich? Ich glaube. Ich verliere jedes Zeitgefühl. Wenn Berlin und Potsdam geschaltet ist, dann verliere ich jedes Zeitgefühl. Ja, ja, weil da tickt die Welt anders, ne? An der Havel, das stimmt, da tickt die Welt anders, stimmt. Aber irgendwann komme ich nochmal nach Darmstadt. Ich hätte es gerne eingerichtet, wirklich, aber es ging jetzt nicht, leider. Die muss Frage. Ich mich ganz kurz nochmal konzentrieren hier für die letzte Frage. Und zwar, wenn bei dir E-Autos gekauft werden, aus welchen Gründen passiert es? Ist da Nachhaltigkeit auch ein wichtiger Treiber oder und ist dir das wichtig?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich antworte erstmal aus Kundensicht. Mhm. Aus Kundensicht ist das unterschiedlich. Das ist tatsächlich meine Erfahrung. Die kommen aus sehr unterschiedlichen Erwägungen. Es kommen manche hier bei mir rein oder rufen mich an und sagen, ich habe da gehört, da gibt es eine tolle Prämie. Und das ist damals in der Inflationszeit plötzlich von 3.000 auf 6.000 angehoben worden. Damals, als die Inflation und Energiegeschichte da war. Da wurde das mal eben verdoppelt. Der staatliche Umweltbonus von 3.000 auf 6.000 Euro. Und da gab es wirklich jede Menge Leute, die mich angesprochen haben oder kamen hier in den Laden und sagten, da soll es diese tolle Umweltbonus, ich wollte mich mal erkundigen. Also das war ganz klar getrieben durch solche Anreize, durch äußere Anreize. Es gibt aber auch die anderen, die sagen, wir möchten für die Umwelt mal was tun und wir möchten nachhaltig sein und das sind die nächsten Geschichten, die Umweltbewegten. Und dann gibt es die Dritten, die sagen, ich bin gerade dabei, zu Hause bei mir dann eine Wallbox oder wir müssen uns ja wegen unserer Energie sowieso neu aufstellen und ich habe da PV-Anlage auf dem Dach. Das haben wir im ländlichen Bereich natürlich den Vorteil. Es gibt mehrere Kunden hier, die so die Möglichkeit haben. Und die dann auch zum Teil aus finanziellen Erwägungen, zum Teil aus Umwelterwägungen diese PV-Anlage aufs Dach bringen. Und dann kommen die aus der Begründung her und sagten, ich habe ja zu meinem eigenen Strom, die Wallbox, die ist schon da, ich brauche jetzt nur noch das Auto dazu, ne? Andere, die machen eine Planung und dann sagen sie, und wenn die Wallbox da ist, dann muss ich auch das Auto da haben. Mhm. Also da sind die Leute unterschiedlich, aber das kommt auf jeden Fall über die Energieerzeugung. Das ist die sogenannte Energiewende, die ja auch immer parallel läuft. Ja. So, und dann gibt es die, was war, genau, das war der erste, zweite, und dann gibt es die dritten, ja, jetzt komme ich zu meiner Bewegtheit, dass ich bin ganz klar aus Umweltgründen daran interessiert. Also ich war noch nie so ein großer Fan so von diesen Subventionen, weil ich immer gesagt habe, das ist zum Teil eine Fremdsteuerung. Der Markt letztlich muss selber funktionieren, muss in sich funktionieren. Das gibt es mal als Anschubfinanzierung, aber dann muss das selber sich tragen, das ganze Geschäft. Dazu bin ich auch zu sehr Unternehmer und weiß, dass alles sich irgendwie tragen muss. So, aber der Umweltgedanke, der ist unabhängig von Subventionen und von Umweltbonus, der bleibt, dieser Umweltgedanke und der Nachhaltigkeitsgedanke und Effizienz, das habe ich an anderer Stelle auch schon mal gesagt, diese E-Autos einmal dreimal so effizient die Energie nutzen. Wie andere Autos und dass natürlich die Abgase nicht mehr da sind, diese lokalen Abgase, das sind solche riesen Vorteile, dass wir eigentlich viel schneller mit der E-Mobilität vorankommen müssten und das ist bei mir ganz klar der Beweggrund, denn aus finanziellen Gründen hätte ich in den ersten Jahren keine E-Autos verkaufen dürfen, weil das hat sich finanziell am Anfang nicht gerechnet, der Beratungsaufwand war dreimal so groß am Anfang und die Marge war schlechter als beim Verbrenner. Also das war tatsächlich unwirtschaftlich. Und wir wussten aber, wenn sich das einmal durchsetzt, dann werden wir dafür belohnt, weil wir dann einfach Schritte, wir haben so viel Erfahrung gesammelt, ne? Dann werden wir dafür belohnt werden. Und das ist tatsächlich so eingetreten. Ne? Das ist natürlich für mich eine sehr schöne Sache, abseits von allen Problemen, die im Moment jetzt und Verunsicherung, die herrschen. Und Umweltbonus ja oder nein, weiß ich, dass wir da auf einem guten Weg sind, weil wir rechtzeitig die Weichen gestellt haben, intern hier. Weil ihr euch durch diese frühzeitige Entscheidung und Konsequenzen auf die Zukunft eingestellt habt. Genau, wir wussten, dieser Effizienzvorteil, dass ein E-Auto einmal dreimal so hoher Wirkungsgrad und Effizienz hat, das wird durch keine Umweltprämie beeinflusst, das wird durch keine politische Diskussion beeinflusst, das bleibt einfach und das wird auf Dauer sich durchsetzen. Und ich bin froh, dass auch zum Beispiel VW-Vorstände, dass sie auch sagen, E-Mobilität ist die Zukunft. Es ist nur die Frage, in welchem Land sich das in welchem Tempo umsetzt. Ja. Das hat natürlich mit Strompreisen und so weiter zu tun. Aber dass es die Zukunft ist, das ist ohne Frage so. Genau, das was wird nicht mehr in Frage gestellt, nur die Zeit sozusagen in den unterschiedlichen Regionen und Ländern ist noch die Fragestellung. Mhm. Aber das ist doch eine Frage wolltest du wahrscheinlich noch stellen, was mit E-Fuels und mit Wasserstoff ist, ne? Aber möchtest du dazu was sagen? Ja, was ist denn damit? Jetzt muss ich das sagen. Es geht mir um die Effizienz. Mhm. Die Effizienz ist zum Teil bei bei E-Fuels, will ich mal als Beispiel sagen. Bei Wasserstoff ist sie auch etwas schlechter als beim Verbrenner.
Wasserstoff hat andere Vorteile, wie wir beide wissen, ne? Wird ja viel sauberer hergestellt, aber die Effizienz ist bei Wasserstoff etwas schlechter als beim Verbrenner, je nachdem, ob wieder Diesel oder Benzin. Aber bei E-Fuels ist sie noch schlechter. Die haben zum Teil eine Effizienz von 10%. Also da wird nur 10% der Energie in Antrieb umgesetzt. So, und deshalb glaube ich nicht, es sei denn, wir werden irgendwann mal Energie im Riesenüberschuss haben, dann kann sich das mal rechnen lassen. Und in manchen Bereichen, so wie Schifffahrt und so, da wird auch Wasserstoff eine Rolle spielen. Aber fürs Auto, was wir jetzt hier vertreten, da wird das über kurz oder lang meiner Meinung nach keine bedeutende Rolle einnehmen. Weil ja viele sagen, ab 2035, da blühen dann die E-Fuels und Wasserstoff kommt dann so richtig in Fahrt und so, ne? Ich glaube, da wird die E-Mobilität so weit sein, dass da kaum noch jemand drüber reden wird für den Automobilbereich. Das, danke, also danke, dass du nochmal diese Frage aufgebracht hast, Wolf. Ja, weil das zum Teil, da reden ja Leute immer, wir sollten die E-Mobilität lassen und jetzt gleich auf E-Fuels setzen und so. Ja, auch Friedrich Merz, der spricht ab und zu darüber, ne? So, die FDP spricht da gerne mal drüber und so. Deshalb will ich das jetzt durchaus mal sagen, so was auch Wissenschaftler und Leute, die sich wirklich auch da im Bereich Physik und Forschung dann auskennen, was die dazu sagen. Und genau, und das ist ja genau, und das, du hast vollkommen recht, und das ist ein richtig wichtiger Punkt, die das, was ja immer entgegengeschleudert wird den E-Mobilitätsanhängern, ist, dass es keine Technologieoffenheit gibt. Das ist ja dieses Wort, was da geprägt wurde. Und dazu hatte ich dann auch jetzt Gespräche geführt. Es geht ja gar nicht darum, dass man die Offenheit einschränkt, sondern dass man eine Technologieentschlossenheit an den Tag legt, wenn man sieht, da sind eben in dieser Technologien die größten Effizienzen. Und sich dann auf diesen Weg zu fokussieren, um schneller voranzukommen, das ist doch total legitim. Das heißt doch nicht, dass man gegenüber anderen die Augen verschließt oder sowas, sondern oder nicht mehr weiterforscht. Das ist ja Quatsch. Aber bei dem Auto, vor allem im Individualverkehr, da ist das nun mal die überlegene Technologie und da kann man dann auch schon mal zustimmen und dahinter stehen. Noch ein Wort zur Technologieoffenheit. Das würde man zum Beispiel niemals sagen, wenn man irgendwie eine hoffnungslos überaltete Kameratechnik hätte. Ne? Und der Nächste hat so ein schlankes Smartphone, wo man eben tolle Aufnahmen mitmachen kann, sogar Videos machen kann. Und dann würde man dem sagen, du musst technologieoffen sein, hier ist diese alte Kamera, diese alte Leica oder irgend sowas. Ja. Du musst die nehmen und der würde sich dann umständlichst damit abmühen und sagen, nee, kann ich hier auch ein Video mitmachen? Nee, das geht alles nicht, ne? Und der müsste dann riesen Einstellungen erstmal vornehmen. Der wird sagen, hier nimm das Ding weg und lasse die, und man wird sagen, ey, du musst technologieoffen sein. Hier, das ist doch hier die tolle alte Leica, ne? So ähnlich komme ich mir dann vor, wenn einer sagt, so, man soll technologieoffen, man soll weiter hier den Diesel toll finden mit dem Rußpartikelfilter und was alles, ne? Mit dem Tanken an der Tankstelle, man soll technologieoffen sein, dass man gerne zur Tankstelle nimmt und die Abgase da oder die Gase da einatmet und so. Sei doch technologieoffen und hol noch mal einen tiefen Luftzug. So. ich weiß noch immer, wie ich dann immer einen Handschuh genommen habe, um dann nicht anschließend nach Diesel zu riechen da mit meinen Händen und so. Ne? Und ich bin so froh, dass ich das so gut wie nie mehr mit zu tun habe, ne? Obwohl wir eine Tankstelle auf dem Hof haben, aber dass ich da einfach nichts mehr mit zu tun habe. Da bin ich einfach so froh, dass das weniger wird und wir haben zum Beispiel statt irgendwie 15.000 Liter hier auf unsere Firmenflotte, ne? Sind wir auf 10.000 Liter runtergekommen. Das heißt, wir tanken jetzt pro Jahr, glaube ich. Ich glaube, das war ein Wert pro Jahr. 5.000 Liter weniger Sprit auf unsere Autos, weil wir einfach jetzt immer mehr E-Autos in der Flotte haben und auch Kunden natürlich da weniger wieder volltanken. Denn das wird ja zum Teil über unsere Tankstelle wieder vollgetankt. Also was egal, ob unsere eigenen Fahrten oder Kundenfahrten, was mit unseren Autos selber gefahren wird, ist schon jetzt ungefähr halbiert, was wir an Kraftstoff dadurch heizen. Ne? Und das sind so immer so Riesenschritte. Ne? Ja, so. Wahnsinn. Ja. Richtig gut. Das macht spannend, also so Teil dieses ganzen Transformationsprozesses zu sein und das wirklich und nicht als Bedrohung zu sehen, sondern als Chance, dass man das gemeinsam vorantreiben kann. Ne?
Ja. Und als eine neue Gestaltungsfläche, die sich plötzlich auftut. So sehe ich das auch immer. Also es ergeben sich ja ganz neue Möglichkeiten und man kann ganz neue Rollen einnehmen, ganz anders agieren. Und das ist doch was Tolles auch. Ja. Oder wir haben seit Anfang des Jahres PV-Anlage da auf dem Dach. Der uns ist sofort im März schon, im März konnten wir schon anhand der Sonneneinstrahlung sehen, dass unser eingekaufter Strom, ein Drittel weniger, schon im März haben wir statt 15.000 Kilowattstunden nur noch 10.000 Kilowattstunden. Und gleichzeitig mit dem selbst erzeugten Strom können wir unsere E-Autos betanken. Und so. Das sind so tolle Sachen. Da geht es uns ja genauso wie so ein Privatmensch, der sagt, ich habe da einen schönen Zweitwagen jetzt eingestellt und jetzt ich fahre überhaupt nicht mehr zur Tankstelle, weil der Strom kommt vom Dach. Ja. Ne? Das sind einfach so tolle Sachen, wenn man das auch als Firma im großen Stil dann eben vorantreiben. Und jeden Kunden, den wir beraten, der ist ja auch dieser große Stil, wo wir einen Hebel haben, nicht nur unser Verhalten zu ändern und dadurch was Positives zu bringen, sondern auch den Kunden damit positiv zu verändern und Impuls zu setzen. Und es gibt nichts Schöneres als so einen dankbaren Kunden, wenn der 2 Jahre Elektroauto fährt und der sagt einfach, ich will nichts mehr anderes, das war eine tolle Entscheidung, vielen Dank, dass ihr mir geholfen habt, jetzt elektrisch zu fahren und dass ihr mir Mut gemacht habt. Ne? Ja. Das ist irgendwie sowas Tolles. Das stimmt und gerade eben, wenn man als Händler dann in so einer Situation der großen Unsicherheit die entscheidende Beratung sein kann, das stärkt ja auch ganz anders die Kundenbeziehungen. Also wenn da quasi ein größeres Problem oder eine größere Herausforderung da ist, dann ist die Beratungsleistung umso wichtiger und umso stärker auch beziehungsfördernd. Und das ist sehr gut. Ja, toll. Ja, genau. Ja. Man hat einen ganz anderen Bezug, wenn man einen Kunden begleitet hat als Händler oder Verkäufer. Bei dem Umstieg. Und hat ihn begleitet, bei dieser Transformation begleitet, dann hat man anschließend auf, in Anführungsstrichen, diese Kundenbindung oder die Verbindung zum Kunden, die Beziehung ist eine ganz andere, als wenn man einem nur den sechsten, nachdem er schon 5-mal Golf gekauft hat, nochmal den 6. Golf als Verbrenner verkauft hat. Ne? So ist es. Wenn man den da begleitet hat, ist was anderes. Das ist nicht dann in 10 Minuten so der gleiche wieder wie beim letzten Mal und so. Das ist klar, ist nicht in 10 Minuten. Ja. Aber dadurch ist auch diese emotionale Verbindung diesem Kunden gegenüber und das Vertrauen ist auch auf einer ganz anderen Ebene. Deshalb ist es auch eine große Chance, so wie du eben schon gesagt hast, die Transformation bietet da eine große Chance, eben auch Beziehungen zu stärken und aufzubauen. Und auch über Entfernung. Auch über Entfernung. Stimmt. Ja, auch über Entfernung, das stimmt. Ja, wir haben einen aus Schleswig-Holstein, der war in 2, 3 Hamburger Autohäusern, der hatte ein E-Caddy, also ein Caddy mit E-Antrieb, ne? Die wurden damals so umgerüstet auf Elektroantrieb. Ja. So, und dann hatte er einen und sagte, er war da hat er ein elektrisches Problem irgendwie oder irgendeine Anzeige, die da anzeigt. Und da sagte er, ich war in 2 Hamburger Werkstätten und die haben gesagt, nee, wir gehen da nicht bei, da haben wir keine Erfahrung und so. Und dann habe ich gefragt, kann der herkommen? Und dann kam der aus Schleswig-Holstein und hat hier einen Termin gemacht, dass wir da angucken. Das heißt, der ist dann so dankbar, dass sich einer seines Problems annimmt. Toll. Und dass einer sich drum kümmert, ne? Und das ist eine ganz andere Beziehung. Sonst wäre der nie im Leben aus Schleswig-Holstein gekommen und hätte gesagt, hier kann mal einer nach meinem Caddy gucken. Der hätte gesagt, ich habe hier 1000 andere Werkstätten. Das heißt, das sind Riesenchancen, die dann auch sind für Menschen, die sich dafür interessieren und bereit sind, auch mal den etwas, ich sag mal, erstmal im ersten Schritt umständlicheren Weg zu gehen, weil dann die Dankbarkeit auch viel größer da ist beim Kunden. Ja. Sehr schön und das sind schöne letzte Worte für diesen Podcast zumindest, finde ich. Ja, sehr schön. Wir haben ja drüber gesprochen, dass noch viel zu tun ist, was die Elektromobilität in Deutschland betrifft, im Großen, aber auch im Kleinen und dass aber auch die Fortschritte, du hast eine lange Elektrokarriere schon hinter dich gebracht, auch zu sehen sind und die Skeptiker weniger werden, das haben wir zwischendurch festgestellt und wir im nächsten Jahr, wenn wir verabredet sind zu einem neuen Podcast, Wolf. Hoffentlich, ja. Über ganz andere Dinge sprechen werden. Und das macht mich zuversichtlich. Ich glaube, 2025 bringt ganz viel Bewegung in diesen Markt. Und ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben bei der Goldenen Batterie. Und ich hoffe, wir sehen dich auch mindestens nächstes Jahr, wenn wir die nächste Goldene Batterie vergeben.
sozusagen in der Ehrenjury, das wäre doch was. Das könnten wir doch mal so festhalten. Ja, ja, genau, kannst du ganz spontan. Das ist jetzt aufgezeichnet worden. Jetzt kommst du nicht mehr raus hier. Genau, ja, aber auch von deiner Seite. Das stimmt, natürlich, stimmt. Ich komme jetzt auch nicht mehr raus. Okay, jetzt sind wir also gefangen. Genau. So. Wird hinterher alles rausgeschnitten. Nein, aber Wolf, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir, das Gespräch. Und ich freue mich auf was auch immer kommt. Wir sehen uns nicht bei der Moor-Konferenz, aber ich hoffe bald da drauf und ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich habe heute viel gelernt und es macht mir sehr viel Spaß mit dir. Nein, du bist aber sehr im Thema. Ich darf das auch zurückgeben. Du bist da unglaublich im Thema. Du könntest heute oder morgen gleich hier irgendwo in der Branche einsteigen. Ja, weil du da komplett in der Materie drin bist. Das ist genau dieses Denken, was man vielen Verkäufern wünschen möchte. So. Dieses Denken bringst du schon mit. Dankeschön, Wolf. Ja. Ich wünsche dir noch einen richtig schönen Nachmittag in Tarnstedt. Aber das eine fällt mir da eben ein. Haben wir am Anfang eigentlich auch so diese Anlaufschwierigkeiten gehabt, weil du ja sagtest, ihr hattet vor ein paar Tagen diesen Einstieg, wo ihr nochmal komplett neu rein musstet. Ich behaupte, du bist der geborene Podcaster und Hör auf. Du hast mir ja mal gesagt, dein Metier ist eigentlich die schriftliche Sprache. Ja, genau. Ja. Na, eigentlich ist das auch so. Aber du hast das wirklich sehr leicht gemacht. Es hängt, das kenne ich aber auch von Interviews, weißt du, wenn du mit irgendwelchen so Magazinen so ein Interview machst mit Journalisten, das ist ja oftmals telefonisch oder per Teams oder irgend sowas, ne? Da hängt das sehr stark davon ab, mit wem man da spricht, also welche Fragen die stellen. Zum Beispiel, du hast jetzt nicht diese berühmte Kardinalfrage, erklären Sie mal den Weg von der E-Mobilität bis zu den Problemen der Ladeinfrastruktur und erklären Sie mir nochmal, wie die neue Umweltprämie aussehen soll. Und dann sagt er mir drei Sachen und dann sagt er, jetzt reden Sie mal eben eine Viertelstunde. Das ist natürlich eine Katastrophe dann auch für mich, ne? Weil mir rauscht dann nur noch der Kopf, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und das hast du in dem Sinne sehr gut geleitet, dass du einfach so häppchenweise so kleine Sachen gemacht hast, dass das echt wie so ein Gespräch war. Der Max wird das bestätigen, ne? Das war wie so ein Gespräch und also ich bin ja nicht jemand, der sagt so, ich kann dich so sprechen oder so, ne? Also was mir tatsächlich nicht so liegt, ist Smalltalk so, ne? Dieses berühmte so, dass man sagt, wie ist das Wetter heute und so, das kann ich nur begrenzt, ne? Naja, also dafür hätten wir dich auch nicht eingeladen zum Moor-Podcast. Nee. Ich glaube sagen, das ist jetzt nicht so meine Stärke, das können andere echt viel besser als ich, das weiß ich, ne, so. So, das kann ich so, wenn es um Erlebnisse geht, so wie an der Havel, wie schön das in Berlin ist oder so, oder am Wannsee und so. Also da könnte ich, weil mich das dann auch begeistert, ne? So ähnlich wie der E-Mobilität. Und über E-Mobilität, da könnte ich auch stundenlang tatsächlich reden, über das, was man erlebt hat. Ich habe sogar immer gesagt, ich müsste eigentlich mal ein Buch darüber schreiben. Das ist so unglaublich, was man da erlebt hat, so auch im Wandel der Zeit, ne? Das ist also Dinge, die, wir haben ja am Anfang auch so über Dinge, die 2017, 2018 und so gewesen sind. Ne? Das ist unglaublich. Heute denkt man, das ist nicht möglich. Ne? Aber damals war das Stand der Zeit und Stand der Technik. Da hat man das ernst genommen und so. Ne? Ja. Und welche Generation vor uns hatte mal die Gelegenheit, solch eine Phase mitzuerleben, dass sich in 10 Jahren so vieles verändert hat? Das ist echt unglaublich. Das stimmt. Das ist auch, eigentlich ist das bei aller Herausforderung, wo die Leute Angst haben vor Veränderungen, da muss man ja auch wirklich Respekt vor haben. Aber das andere ist natürlich, eine Chance zu haben, sowas zu gestalten und solche Veränderungen zu erleben. Wir beide möchten jetzt ja nicht tauschen mit früher, wo einer der Schneider geworden ist oder Müller und dann hat er tatsächlich 20, 30 Jahre lang immer dieselbe Tätigkeit und im Prinzip die Technik hat sich nicht verändert und das ist ja, eigentlich ist das ja viel schöner, so eine Zeit zu erleben, wo man gestalten kann. Ja. Nur man darf Veränderung immer nicht als Bedrohung sehen. Das ist bei E-Mobilität ganz wichtig. Ne?
Man darf da nicht als Bedrohung sehen. Ne? Ja. Genau. Dynamik ist ein Geschenk, ist alles besser als Stillstand. Und genau, und das, wir brauchen auch das doch als Menschen, Gestaltungsfreiraum. Das ist doch das, was Spaß macht und was uns ausmacht. Ja. Und Neugierde. Und da, und ja, genau, so ist es, Neugierde. Ne? Und denjenigen, dem, wo wir auch Verständnis haben müssen, das haben wir auch viel in der Kundschaft, die das jede Veränderung dann als Bedrohung eher sehen, die müssen wir da ganz behutsam mitnehmen. Genau. Das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe. Ne? Das, genau. Weil da, das weißt du, in der Politik und so, da geht ja immer schnell, dass so, die wollen uns was vorschreiben. Ne? Das stimmt. Und ja, das darf natürlich nicht passieren. Das ist eine ganz wichtige Herausforderung. Und das muss auch die Politik die Aufgaben machen. Und wir in der Wirtschaft, wir müssen genauso. Ne? Und die Medienschaffenden, so wo du ja dazu gehörst, ne? die müssen auch da ihre Aufgaben. Und ich würde fast sagen, es ist noch nie eine Zeit gewesen, wo man noch sensibler sein musste als heute. Man muss da sehr sensibel sein, weil das eben ja neigt immer zum Polarisieren und zum Spalten. Ne? Wenn Dinge sich schnell verändern, das ist immer eine Gefahr, dass einige mitkommen und andere, die fallen hinten runter. Und deshalb müssen wir als Verantwortliche die Verantwortung tragen. Die müssen sehr sensibel sein, dass Dinge Menschen mitgenommen werden und auch Verständnis, Empathie und so, das ist eine ganz wichtige Sache. Die war schon immer auch im Autohandel wichtig, aber die ist jetzt noch viel wichtiger als je zuvor. Ja. Das hast du richtig schön gesagt. Und du hast natürlich vollkommen recht. Verständnis, Empathie, die Menschen da abholen, wo sie sind, keine Vorschriften machen und die Verantwortung tragen, die man eben als Spezialist in einem Thema hat, zwangsläufig, und Aufklärung zu betreiben, das ist wichtig. Und ich finde, du machst das toll, deshalb bist du ein ganz toller Preisträger für die Goldene Batterie und vieles, vieles mehr. Und ich danke dir ganz doll für das Gespräch heute, Wolf. Ja, und den Dank darf ich zurückgeben. Hast du auch toll gemacht. Ja, ja? Danke schön. Bis bald. Inga, bis bald. Ciao. Ciao. Let's go. Goodbye.